Ja, hallo ich mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Wie immer auf den Gespielen sind, hier auf der Suche nach was eigentlich? Keine Ahnung. Aber wir folgen den Pfeilchen. Wobei, wo geht's denn hier eigentlich drauf? Die singen tolle Sachen. Gut, was heißt singen? Die sagen tolle Sachen. Wir sollten das Gebiet durchsuchen. Jupp, da bin ich deiner Meinung. Komme ich hier irgendwie hoch? Bestimmt, oder? Na komm, da muss ich doch irgendwie reinkommen. Hier? Klettern hier ist echt eine Katastrophe. Das ist ja toll. Käse. Ein Getränk. Okay. Das Getränk, das war alles. Hallo, komm. Huch. Die Vanatori-Bindungsmagie sind aber auch... Schon so Typen da. Gut. Achso, da bin ich hin. Mhm. Huch. Was haben wir denn da aufgeschreckt? Na egal. Ach so, das könnte jetzt hier gleich... Nee, wir gehen dahin. Wir gehen dahin. Riesentreppe. Wir folgen der Spur erstmal. Hallo? Ach, lass mal alle mal Ruhe. Jetzt haben sie mich... Jetzt attackieren sie mich auch noch, oder? Huch. Nee, aber der. Macht ihn fertig. Komm. Komm, der kommt doch. Ja, da kommt jetzt nicht mal mehr so gut gemacht. Auf zur nächsten. Kommt einfach nicht mehr, okay. What? Aber wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Nasair-Pass. Aha. Da geht's zum nächsten
Ding quasi hoch. Natürlich jetzt die Frage, möchte ich da gleich hin? Eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich möchte ich ja erstmal dahin. Natürlich jetzt die Frage. Wäre es vielleicht gut, erst einmal so ein Basislager zu haben? Nee, ach komm. Wir gehen direkt dahin. Jetzt suchen wir sowieso wieder lauter Scherben, die wieder sonst wo verstreut sind, wo wir ja schon tausendmal waren. Aber was soll's? Huch, was gibt's? Was sind das? So, darf ich jetzt mal durchgucken? Darf ich? Wunderbar. Sind die auch noch relativ nah. Ist egal. Was war das? Hallo? Da ist ein Riss. Und was ist hier? Eine Sehenswürdigkeit. Wo kann ich sie beanspruchen? Hier. Der Vermesser. Okay. Ja, dann ist doch aber da. Okay, komm, wir machen den Riss noch. Wobei, nein, wir gehen jetzt dahinter. Ende. Was ist denn das? Immer vor der Quest weglaufen. Das hat ja keinen Wert. Wir müssen die Quest ja machen. Ihr hier seid, Inquisitor. Ich fürchte, Sie haben bereits mit dem Ritual begonnen. Das Ach, ist das nicht der Zeug? Ich hoffe, wir können Sie aufhalten, bevor noch mehr Leute zu Schaden kommen. Oh, Blutmagie. Ich will's lernen, Blutmagie. Ihr geht vor. Ich gebe euch Deckung. Ich will Blutmagie lernen. Zeig mir das. Blutmagie ist toll. Lecker. Nein, wartet. Ja, jetzt wart halt einmal. Kommandantin Clarells Befehle waren eindeutig. Sie ist falsch. Denkt an euren Eid. Siegreich im Krieg, wachsam in Friedenszeiten, opferbereit. Es tut mir leid. Im Tode. Warum eigentlich um so einen Riss? Gut. Und jetzt bindet ihn, wie ich es euch gezeigt habe. Aha. Oh. Inquisitor! Welch unerwartetes Vergnügen! Lord Livius Arimond von Virantium, zu euren Diensten. Ihr seid kein Wächter. Aber ihr seid derjenige, der Clarell entkommen ist. Und jetzt wollt ihr und der Inquisitor mich aufhalten. Nun, ich bin sehr gespannt. Der geht euch. Ihr habt rote leuchtende Augen. Das ist so ein Indiz. Er dient einem uralten Magister aus Tevinter, der eine Verderbnis entfesseln will. Das ist eine äußerst ernste Anschuldigung. Mhm. Mal sehen, was die Wächter darüber denken. Wächter, Hände hoch! Hände runter! Korypheus beherrscht ihren Verstand. Sie haben sich das selbst angetan.
Wisst ihr, der Ruf hat den Wächtern Angst gemacht, also suchten sie überall nach Hilfe. Sogar in Tevinter. Ja, und da mein Meister den Ruf in ihre kleinen Köpfe gepflanzt hatte, waren wir Venatori bereit. Voller Mitgefühl ging ich zu Clarell und gemeinsam ersannen wir einen Plan. Eine Dämonenarmee aufstellen, in die tiefen Wege ziehen und die alten Götter töten, bevor sie erwachen. Das hat mir der Dämon gezeigt. Diese Dämonenarmee. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wann die Dämonenarmee auftaucht. Ihr wusstet also von ihr. Nun, hier habt ihr sie. Das Bindungsritual, das sich die Magier der Wächter lehrte, hat leider einen Nebeneffekt. Sie sind jetzt Sklaven meines Meisters. Das hier war nur ein Test. Sobald die restlichen Wächter das Ritual vollzogen haben, wird unsere Dämonenarmee ganz Thedas erobern. Da folgen wir mal nach. Und der Korypheus hat es bewirkt. Also hat Korypheus die Wächter beeinflusst und zu diesem Ritual getrieben? Getrieben? Nein, alles, was ihr hier seht, die Blutopfer, um die Dämonen zu binden. Die Wächter taten es aus freien Stücken. Angst ist ein starker Antrieb. Und sie waren äußerst verängstigt. Ihr lügt. Die Grauen Wächter sind Helden. Sie würden so etwas niemals aus freien Stücken tun. Den Grauen Wächtern geht es allein darum, Verderbnisse aufzuhalten. Und dafür würden sie alles tun. Ihr hättet sehen sollen, wie sich Clarell mit der Entscheidung gequält hat. Die Bürde des Anführers, nehme ich an. Da forschen wir mal nach. Warum Dämonen? Warum sollte Clarell riskieren, Dämonen einzusetzen? Dämonen müssen nicht essen, ruhen oder heilen. Sobald sie gebunden sind, werden sie niemals zurückweichen oder einen Befehl in Frage stellen. Sie sind die perfekte Armee, um sich durch die tiefen Wege zu kämpfen. Oder durch Orlais. Nun, da sie an meinen Meister gebunden sind. Und was hast du davon? Wollt ihr die Welt wirklich der Verderbnis zum Fraß vorwerfen? Was habt ihr davon? Der Älteste beherrscht die Verderbnis. Er wird nicht von ihr beherrscht, wie die stumpfsinnige dunkle Brut. Und wer denkt, die Verderbnis sei unkontrollierbar, der irrt. Sie ist einfach nur ein Werkzeug. Und was mich betrifft... Während der Älteste aus der goldenen Stadt heraus herrscht, werden wir, die Venatori, seine Gottkönige auf der Welt sein. Und warum die alten Götter töten? Warum sollten die Wächter versuchen, die alten Götter zu töten? Eine Verderbnis beginnt, wenn die dunkle Brut einen alten Gott findet und ihn durch ihre Verderbtheit in einen Erzdämon verwandelt. Würde sich allerdings jemand durch die tiefen Wege kämpfen und die alten Götter töten, bevor sie verderbt werden können... Puff! Keine Verderbnis mehr. Niemals. Die Wächter geben ihr Leben und retten die Welt. Ich fürchte nur, jetzt wird man sich doch ein wenig anders an sie erinnern. Lasst die Wächter gehen. Befreit die Wächter von der Bindung und ergebt euch. Ich sage es euch nicht nochmal. Nein, das werdet ihr nicht. Okay. Oh. Kann ich nicht einfach zurück? Der Älteste hat mir gezeigt, wie ich mit euch fertig werde, falls ihr töricht genug seid, euch erneut einzumischen. Dieses Mal, das ihr tragt? Der Anker, der euch unbeschadet durch den Schleier lässt? Ihr habt ihn meinem Meister gestohlen. Er war gezwungen, nach anderen Wegen ins Nichts zu suchen. Wenn ich ihm euren Kopf bringe, wird sein Dank Oh. Hehe. Puff. Ja, da bin ich auch ein wenig überrascht, dass ich Puff machen konnte. Er hat Dämonen auf sie. Nein.
Huch. Sie wollten einfach keine Vernunft annehmen. Ja, das waren recht. So unvernünftig. Durch ihr Ritual sind die Magier Mensch. Jetzt Korypheus-Sklaven. Und die Krieger der Wächter? Richtig. Sie wurden für das Ritual geopfert. Welch eine Verschwendung. Wie konnten sie das nur tun? Menschenopfer, Dämonenbeschwörung. Wer hält denn sowas für eine gute Idee? Feiglinge und Narren. Die Wächter lagen falsch, Hawk. Aber sie hatten ihre Gründe. So wie alle Blutmagier. Jeder hat eine Rechtfertigung für seine falschen Entscheidungen. Und nie ist sie von Bedeutung. Mhm. Genau. Letztlich zählt allein das, was man getan hat. Stimmt, ich will nämlich Blutmagier werden und alle töten. Ich denke, ich weiß, wo die Wächter sind, euer Gnaden. Arimond ist in diese Richtung geflohen. Dort liegt eine aufgegebene Festung der Wächter. Adamant. Boah, es leuchtet jetzt ein. Das ist jetzt keine ausgezeichnete Arbeit. Ich schätze, Arbeit, sie wollten also. Ihre Dämonenarmee wohl nicht in aller Öffentlichkeit beschwören. Die Wächter und ich werden Adamant auskundschaften und sicher gehen, dass die anderen Wächter dort sind. Wir treffen uns dann in der Himmelsfeste. Ach so. Mit dem Piraten in der Himmelsfeste treffen. Okay. Wie ist denn der da hinten? Fort? Der ist doch hier? Nein. Nee, gut. Manchmal einfach nicht drüber nachdenken. Und dann ergibt es alles einen Sinn. Was kann ich denn da untersuchen? Torwächter. Okay. Aber ich muss sagen, auf zum Riss und dann auf zum Lager. Und wenn wir das Lager haben, dann können wir noch einen Zwischenstopp in der Festung einlegen. Und erstmal da wieder Hallo sagen. Was seid ihr? Was macht ihr da? Da hab ich's aber gut reingekloppt. Oh, ich bin ein Level gestiegen. Sehe ich gerade. Frage ist, wie lang? Oh, ist wurscht. Ne? Ich hab nichts mehr. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh, da müssen wir warten. Da kann ich jetzt nicht meinen Levelpunkt vergeben. Da muss ich jetzt erst einmal mich spezialisieren quasi. Mit dem anderen. Meine Inquestur-Spezialisierung muss ich jetzt halt dann voranschreiben. Au! Irgendwas hier? Null. Null hat's. Ah!
Darf ich das jetzt einmal bitte? Also, geht doch. Hätte aber leichter gehen können. Wieder irgendwelche eigenartigen Ringe. Was Tende wird? Also Tiefenpitz. Schade. Jetzt habe ich gedacht, da kommt doch mal was Tolles wieder. Was Neues. Neues Pflänzli, das ich so noch nicht gekannt habe. Aber nö. What the hell? Was war denn das für ein Geräusch? Dead. Das ist ja schön. Das ist ja Traum. Und ich es muss euch nichts zu berichten, Sir. Eins sagen, auf dem Fernseher sieht das aber richtig gut aus, das Spiel. Auf dem Computerbildschirm sieht es halt aus wie ein Computerspiel, aber auf meinem Fernseher, da sieht es schon, also immer noch aus wie ein Computerspiel, aber irgendwie besser. Ist auf Fernseher ausgelegt anscheinend. Naja. Gut. Wie dem auch sei. Oh, was haben wir hier gleich? Drakologie. Mhm. Oh, was ist denn da für einer? Was bist denn du für einer? Die Forscher? Der Besucher? Forscher? Dem Erbauer sei Dank. Ich habe lange mit niemandem dem mehr gesprochen. Dem Erbauer sei Seid Dank. Seid ihr auch hier, um die Wildnis zu beobachten? Nee. Ich denke, ich habe eure Vorräte gefunden. Ein toter Mann in der Wüste hatte das hier bei sich. Tot? Gesegnete Andraste. Was ist mit Marcus oder Jeanette? Das sind schreckliche Nachrichten. Ich bin Frederik. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ich bin einem Gespräch unter Kollegen nie abgeneigt. Ja, anscheinend schon, weil du bist ja einfach davon klatscht. Nach mehr als 30 Tagen muss ich nur noch den abyssischen Hochdrachen in... Oh, ja? Kann ich euch helfen? Ich habe eure Vorräte gefunden. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Aber... Oh, ein Teil unserer Ausrüstung ist immer noch verschwunden. Falls ihr noch mehr findet, lasst es mich bitte wissen. Erzähl mir von dir. Erzählt Ach mir komm, von euch. Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Du gleich überspringen. Ich habe es mir allein mein... Aber ich hoffe eines Tages einen abyssischen Hochdrachen beim Schlagen seiner Beute. Eure Kollegen... Ich weiß nicht. Ich habe auch graue Wächter und Fremde mit seltsamen Ihr seid ein... Die West... Sie sind der Leben. Sie gedeihen. Vor der Verderbnis herrschte hier das alte Reich. Schade, muss ich gehen. Vielleicht Schade. Habe ich neulich deshalb einige Teventeraner gesehen. Ich denke, sie studieren die Ruinen. Lass mich Wir doch. Müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Genau, das müssen wir jetzt mal vertagen. Warum sollten die Banditen einen Scholaren in Ruhe lassen? Warum hat er jetzt... Gewiss. Durans Theorie über das Verhalten hoher Drachen ist absurd, aber... ja? Wolltet ihr mich sprechen? Das war Ausrufezeichen. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Aber... Oh, falls ihr noch mehr findet, lasst es mich bitte wissen. Huch. Ja, aber warum ist denn da das Ausrufezeichen? Warum? Verstehe ich nicht. Nach mehr als 30 Tagen muss ich nur noch den abyssischen Hochdrachen in... Oh, ja? Kann ich euch helfen? Ich habe hier... Aber falls ihr noch mehr findet, lasst es mich bitte wissen. Wir müssen uns... Das ist komisch. Das ist sehr eigenartig. Hm.
Oh, und das ist auch eigenartig, dass man da immer wieder... Und wo sind die Drachenspuren? Das da? Das ist eine Drachenspur? Flügel? Oder irgend sowas? Nicht. Da hinten Zeug vielleicht, das... Das hier irgendwas Entscheidendes. Zeuge Stab. Nett. Auch nett. Okay. Das ist doch ja alles Schmarrn. Da würde ich jetzt einmal sagen, bis zur nächsten Folge. An einem anderen Tag. Tschüss.